Hallo, da bin ich wieder mitgekommen. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe das Auto jetzt beladen. Ich habe mich entladen, ich habe die Jacke wieder ausgezogen. Das ist ganz wichtig. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir hier vorne in die Stadt reinfahren und uns dann auch schnellstmöglich auf den Weg nach Hause machen. Oh, da ist einer. Da kann ich wieder Bogenschießen üben. Gewehr ist geladen und Schuss. Und Schuss. Schuss. Bin ja voll getroffen. Und Schuss. Und habe ich den Vogel da gerade runtergeschossen? Ich habe den Vogel gerade runtergeschossen. Was? Ist nicht schlimm, sind nur Holzpfeile. Nee, sind Holzpfeile mit Metallspitze, aber. Ehrlich jetzt? Wie schief schießt du denn? Oh, immerhin Fuß getroffen. Fuß getroffen. Okay, nee, der Vogel ist weggeflogen. Schade. Hallo? Was? Okay. Ja, ich weiß, ich kann noch nicht perfekt schießen. Also mein Charakter. Nee. Das Problem ist, wüsste ich zum Beispiel immer, dass sie nach links oder we rechts wegdriftet, könnte ich gegensteuern, aber ja, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Toll hast du das gemacht. Ich habe tatsächlich kein Messer. Wollen wir den Faustkampf ein bisschen üben? Okay. Ich bin ja schon ein bisschen angeschossen. Komm her. Komm her. Ja, komm her. Ui, okay. Oh, okay. Hey, aber wieso haut die nicht so schnell zu? Das war jetzt hart, bin ich ehrlich. Bin ich ein bisschen traurig, weil der auch schon Pfeil in sich hatte. Ah, broken, broken. Ach nee, ist nicht broken. Sehr schön. Dann kann ich mal gucken, ob andere Pfeile das vielleicht auch überlebt haben. Oder haben die nur überlebt, wenn ich was getroffen habe? Guck mal, wie viele hier einfach überall rumstecken. Und nie so ein Grashalm. Okay. Ja, können heißt nicht können. Ja, cool. Ich habe immerhin zwei Pfeile zurückbekommen. Das hat sich voll gelohnt. Ja, wenn man es so sieht, ich habe so viel Metall zu Hause. Ich kann da noch 50.000 herstellen. Jung ist es ja nicht. Der ist brocken, oder? Ja. Okay. Wir gehen wieder zur Stadt. Irgendwas habe ich noch gesucht. Ich glaube, ich habe so einen Kopf. Ich glaube, ich stelle jetzt das Schwertchen her. Ja, komm, hör auf zu schreien. Ich habe mein ganzes Metall rausgeschmissen in der Basis, ne? Dafür konnte ich ja aber schneller rennen. Aber ich glaube, ich hatte im Auto sowieso schon noch welches dabei. Weil mit dem Katana war wirklich alles einfacher. Wisst ihr noch damals mit dem Katana? Das ist immer so schlimm.
Wenn ich früh's aufnehme und meinen Kaffee dabei trinke, dann sehen meine Zähne einfach mal so übelst gelb aus. Dass sie so schlimm. Gut, dazu muss ich sagen, dass ich jahrelang geraucht habe. Das ist nicht verwunderlich. Guck mal, was ich im Auto habe. Ah, das sind 8er Magazin. Okay. Nee, ich hatte 8. Ja. Oh, wie geil. Freue mich ein bisschen. Ups. Compound Bow. Das ist kein. Nee, das ist kein. Okay. Wir werden auf jeden Fall so einen Werkzeugkoffer brauchen. Und dann mit. Ich glaube, ich habe kein Metall mitgenommen, ne? Ich habe einfach kein Metall mitgenommen, weil ich immer gedacht habe, so, ah, ich brauche kein Metall. Ey. Metall ist was für Loser. Nein. Ja, komm, nee, ich ganz ehrlich, der eine. Ja, komm, was will ich mit einem Pfeil? Nimmt nur Platz weg. So. Habe ich Machtwort gesprochen. So, statt Seile kann ich tatsächlich den Draht nehmen. Aber hatte ich nicht auch ein Seil hergestellt? Genau so. So, dann habe ich Gummi gebraucht. Kann doch gucken. Übrigens, Stoffwechsel habe ich nachgeschaut. Zucker ist schon wieder weg. Ja, Kohlenhydrate sind zwar hoch, aber der Schokoriegel, der hat jetzt also. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht. So, Seilgummi und zweimal Metall. Okay, ich habe alles bis auf die zweimal Metall. Ja, ich will jetzt hier nicht mit der Shotgun rumballern. Die ist ja wirklich nur für den Notfall. Einmal Metall. Die Zwiebel, ach, ganz ehrlich. Entschuldigung, Entschuldigung, das ist ein Überfall. Ich will euer Metall haben. Okay, es war schon jemand früher hier. Ja, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas konnte ich mit dem Schneidebrett herstellen. Erinnert ihr euch? Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Wahrscheinlich besser als ich. Metallrohr. Okay. So. Du nimmst einfach weniger Platz weg. Ich muss jetzt ein bisschen. Die Nachbarn oben drüber, ne? Die machen immer so einen Krach. Deswegen wollte hier schon eigentlich keiner mehr wohnen. Deswegen sind die Wohnungen alle leer, weil die Nachbarn oben drüber immer so einen Krach machen. Dass es jeder hört. Habe ich mich eigentlich geheilt? Habe ich auch nicht gebraucht. Doch. Ah, doch, ich habe doch gleich einen Notverband benutzt. Alles gut. Ruhe jetzt hier. So geht das nicht mehr. Du kannst nicht mehr Trompete spielen. Mitten in der Nacht. Was soll das? Nur weil dein Schlafrhythmus. Du darfst nicht zurückhauen. So geht das Spiel nicht. Du bist der böse Nachbar. So, jetzt schläft er endlich. Ja, mitten in der Nacht Trompete spielen. Ist klar, dass er jetzt morgens müde ist. Denn mitten in unserem Gespräch schläft er dann ein. Naja, okay. Was soll's. Leben und leben lassen. Ja, ich bin ein sehr fantasievoller Mensch. Ach komm, erzähle mir jetzt nicht, dass ich kein Metall mehr finde.
Eine Kiste. Hallo, Kiste. Was ist denn drin in dir? Ja, weiß nicht. Braucht man das Radio? Weil für mich ist Radio einfach so. So. Auch zwei Seile. Naja, so rein theoretisch gesehen habe ich das ja. Ist hier nicht genug, doch. Brauchst noch mehr Seile. Okay. Wisst ihr, wie wir das machen? Was ist jetzt los? Wir machen das so. Ich glaube, das Seil reicht tatsächlich nicht aus. Wir nehmen mal das ganze Draht, das wir hier haben. Der nimmt das automatisch. Es steht halt auch nicht. Das würde ich mir halt noch wünschen, dass da irgendwie steht, was man noch braucht. Weil irgendwie ist es mir nicht ersichtlich, was da noch gebraucht wird und was nicht. Warum er jetzt das eine nicht nimmt und das andere schon. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie alles unübersichtlich. Ja, Draht ist halt auch auf jeden Fall dabei. Drei Stück. Naja, ist doch. Easy. Ah, ich brauche von einer Metallsorte. Okay. Kann er so nicht unterscheiden. Okay. Hey, war ich hier drin? Ah. Oh, da hängt ein Küchentuch. Habe ich ja noch nie gesehen, dass da ein Küchentuch hängt. Alles schon ausgeraubt. Das ist hier so richtig alt, verwittert. Einmal das vierte unterschiedliche Metallstück. Egal. Irgendwann werde ich eins finden, das passt. Es ist halt irgendwie schon richtig traurig, wisst ihr das? Es ist halt. Warum? Was ich auch ein bisschen krass finde, ist, dass meine Sicht so krass beeinträchtigt ist. Okay, ich bin froh ausgerüstet. Halt auch irgendwie nicht draußen. Was sind das für Geräusche? Kochtopf ist halt wichtig, ja. Also ich habe halt rausgefunden, Kochtöpfe sind wichtig. Und dann am besten nicht zu nah ans Lagerfeuer stellen, weil sonst verbrennen die Töpfe. Es ist wahrscheinlich aus Aluminium gemacht. Oder?
So, wenn wir jetzt zu Hause sind, werde ich zwischen den Folgen was ausprobieren. Und zwar werde ich mich einfach mal hinsetzen oder hinlegen aufs Bett und so ein bisschen ausruhen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwie die Augen oder so besser werden. Ich weiß nicht, ob das was bringt, dass man sich dann halt einfach mal so endgültig mal ausruht. Oh, nochmal eine Garage. Schön, schön. Das sind, glaube ich, tatsächlich zwei verschiedene, so wie sich das anhört. Was haben wir? Eine Beanie. Beanie, Sheenie, Deanie, Beanie. Genie. Was reimt sich auf Beanie? Genie. Ich bin ein Genie. Ich habe eine Beanie. Ich kann rappen, so cool. Heute war es draußen schwül. So. Nix. Ein Hauch von nichts. Das ist hier in dem Haus, ne? Ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen auf Ärger aus. Ey, so nicht. Komm raus. Den Weg nicht, oder was? Es ist halt immer wieder das Gleiche, aber endlich ist Ruhe. Es ist halt immer wieder das Gleiche. Ich weiß nicht, wo. Ja, ich glaube, ich sollte. Ich leg sie mal hin. Ich denke mal, ihr werdet in die Kommentare schon geschrieben haben, ob das was bringt oder nicht. Übrigens ein ganz, ganz großes Danke für jedes Kommentar, das ihr schreibt. Das freut mich immer zu lesen. Ich kann manchmal nicht antworten. Manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es vergesse. Aber lesen tue ich sie auf jeden Fall alle. Die Guten und die Schlechten. Haben sie das Spiegel falsch angebracht? Oder die haben das absichtlich so gemacht? Haben gedacht, mal ein bisschen Abwechslung. Bringen wir den Spiegel mal falsch an. Ich war gerade in diesem Zimmer drin und habe es schon wieder vergessen. Nee. Pfeffer. Oh, ich bin ehrlich zu euch. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Pfeffer. Da kann ich richtig gutes Fleisch machen. Ich habe Gewürze, ich habe Salz, ich habe Pfeffer. Obwohl das auch Gewürze sind. Aber habe ich halt separat, ne? Weil ich mir das einfach leisten kann. Wollte nur sicher gehen, dass da wirklich. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte ja sicher gehen, dass da wirklich was dahinter ist. So, dann haben wir das alles gemacht. Dann wollte ich eigentlich noch zur Garage. Bevor ich überrascht worden bin. Überraschung! Ja, Metallschrott. Das war der richtige Metallschrott. Ding, 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 ding. Wir haben ein. Trolle mich nicht. Ha! Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Warum? Ich gehe jetzt mal zum Auto und schmeiß alles rein, bis auf einmal von allem. War ich hier nicht drinne? Anscheinend noch nicht. It's not schlimm. I'm coming for you. Please hold the line. Please hold your wood. Bist du denn?
Ah nee, ich war noch hier in diesem Vordings. Okay. Ja, ich werde auf jeden Fall kommen. Warte, ich muss. Oh, da sind nochmal welche gespawnt. Oh, das ist immer nur ein Geräusch von einer Person, aber ja, höchstwahrscheinlich. So, warte mal. So, wir tun das mal weg. Und dann das hier hoch. So, wir haben zwei davon. Ich weiß nicht, ob die Qualität damit reinstimmen muss. Ey! Also ist. Was ist das Ding rausnehmen? Ich merke schon, die ist Two-Hit. Nee. Mir ist ein bisschen erschrocken. Ich wollte gerade sagen, hey, das hört sich aus zwei verschiedenen Stellen an und tatsächlich sind ja anscheinend gespawnt. Erstmal Wunden verbinden, bevor ich verblute. Ich meine, klar, natürlich verblute ich nicht sofort. Natürlich, das weiß ich. Aber es besteht trotzdem die Gefahr. So. Wie gesagt, wir packen jetzt einfach alles weg, was. Also alles andere weg. Das Auto ist auch bald voll. Also wie gesagt, wir werden definitiv nach dieser Folge nach Hause fahren. So. Was haben wir hier? Wir haben mal 6. Hier haben wir 6. Ja, es ist halt 7. Ich weiß halt nicht, ob ich 10 brauche, aber da steht ja eigentlich nur, dass man 2 Stück davon braucht. Ende. Gelände. Belände. Schlände. Belände. So. Es geht. Ganz ruhig bleiben. So, haben wir den Gummis mitgenommen? Warte, ein Gummi? Müssen die vielleicht auch alle in einer Tasche sein? Was das der Fehler ist. So, was haben wir hier? Wir haben die Metall, wir haben die. Gut, wir haben alles drin. Warte, noch ein Gummi? Habe ich noch ein Gummi? Ich muss dringend urinieren. Schon wieder? Okay, das habe ich noch nie benutzt, das Medical. Mein medizinisches Wissen, um rauszufinden, was los ist. Ja gut, das sieht man ja auch in dem Dings. Ich schmeiß es mal hier. Ja. Es ist halt komisch. Bin ich ehrlich zu euch. Ich guck mal, ob ich vielleicht nochmal einen Seil herstelle. Und dass ich das einfach wirklich mit zwei Seilen mache. Vielleicht zwei Blech Dingsbums. Dinger. Ich bin halt wirklich so. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch anders machen soll. Ehrlich nicht. Werde ich essen. Habe ich noch Stofffetzen? Dam, 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 dam. Gut, wir werden auf jeden Fall das hier behalten zum Wunden versorgen und das andere werden wir zerschneiden. Das ist auch gut. Weil ganz ehrlich, die Kleidung kann ich nie im Leben zerschneiden, um die zu verwenden als. Das verstehe ich halt nicht.
warum das alles so nicht funktioniert. Und ob das vielleicht auch an der Sicht liegt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ihr Popo ist so dreckig. So. Ich hoffe mal, dass das von. Also für. Ah, jetzt geht's. Okay, mit zwei Seilen geht's. Vielleicht war beim Draht einfach nicht genug Draht drauf. Also, dass man keine 3 mit 10, also 10 von 10 hatte. Vielleicht lag es wirklich daran. Ist egal, es funktioniert jetzt. Und wir haben unser Schwert. Tada! Es ist wieder da. Oh, es hat nur 33%. Hey, aber wir werden besser, okay? So, das kommt gleich alles noch rein. Hier rein. Also. Geht nicht mehr? Okay. So, das wollte ich essen, weil es gibt gut Kohlenhydrate und Fett. Du Käsekrecker. So, Messerchen habe ich. Okay. Also. Der Bogen passt wahrscheinlich auch nicht rein, wenn das eine da schon nicht reinpasst. Habe ich mir schon gedacht. Moment. Wir sortieren das hier ein bisschen. Da doch eins? Natürlich nicht. Warum auch? Ich will's aber. So, macht Wort gesprochen. Das könnte ich hier rein. So, perfekt. Das sieht schon ein bisschen ordentlich aus. Nein. Ja, egal wie ich es versuche, ich schaff's nicht. Ich würde es nicht schaffen, den Bogen hier reinzubekommen. Das meinte ich. Gut. Aber wir haben sogar noch ein bisschen Platz. Ich gehe auf jeden Fall noch mal ein bisschen. So, jetzt komme ich dich besuchen. Das ist, glaube ich, auch so voll ihre Waffe. Und meine auch. Oh Gott. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob mich. Jetzt hat er mich geschlagen. Ja, jetzt. Okay. Ja, ich habe. Hallo? Könntest du mich mal durchatmen lassen? Das ist ja eine Frechheit. Ich war so nett zu ihm. Glaube ich. So, jetzt mache ich mal hier. Diagnose? Nee? Red? Kannst du nicht, ne? Kannst du nicht. Das haben wir noch nie gemacht, ne? Zeit überprüfen? Krass. So. Bam, bada, bam, 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 bam. Bam, bada, bam, 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 bam. Ja, neuer Ohrwurm. Nee, brauche ich nicht mehr. Also wir haben ja die großen. Ach, deswegen. Ohne Witz, die ganze Zeit, ihr wisst, wie viele Folgen ich nach einem bescheidenen Rucksack gesucht habe. Und jetzt finde ich den einfach in jedem Haus, also nicht in jedem Haus, aber gefühlt in jedem Haus. Einfach ständig. Da ist ein Rucksack, da ist ein Rucksack.
Okay. Alles gut gegangen. Hier, glaube ich, auch einer drin, ne? Da vorne ist einer. An dem könnten wir wieder Schießübungen lernen. Hallo. Ach komm, du kannst doch nicht so daneben zielen. Okay, jetzt schießt sie ohne Pfeile. Komm, ich komm zu dir. Ich bin da so. Komm schon. Bam, bam, bam. Oh, das ist so ein richtiger, ne? Der hatte so ein richtig schickes Hemd an. Der stand hier wahrscheinlich so, hat an nichts Böses gedacht. Und dann komme ich einfach um die Ecke. Bäh. Hast du Pfeile in dir? Okay. Der ist kaputt, den kannst du behalten. Ich will die nicht kaputten. Ja, der Bogen ist jetzt ausgemustert. Bam, badam, bam, 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 bam. Nee, das ist halt ich, also. Ich kann es irgendwie verstehen, dass egal wie gut in Anführungszeichen mein Skill ist. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass mein Skill gut ist. Sondern ich meine halt generell ist es vollkommen egal. Wichtig ist halt, wie es bei ihr ist. Wenn sie halt dumm ist und nicht richtig zielen kann, dann ist halt mein Problem. Habe ich schon verstanden, habe ich schon verstanden. Wie viele Metallsägen brauche ich? Interessant. So. Oh. Ach, hallo. Okay, ich habe es rechtzeitig geschafft. Gott sei Dank. Wie, du stehst auf. Bleibst liegen, habe ich gesagt. Okay. Also tatsächlich hat meine Ausdauer jetzt langsam regeneriert. Ich sollte aber vielleicht weniger rennen, dann würde es sich wahrscheinlich schneller regenerieren. Ich habe meine Hannibal-Maske leider noch nicht gefunden. Aber die Hannibal-Maske ist halt so meine Maske. Und alles andere, ja, können wir behalten. Ansonsten, wenn ich das mit den Augen nicht heilen kann, werde ich wohl oder übel sterben müssen. Weil 51%, das ist halt, ne, das sind 51%. Ich versuche gerade zu reflektieren, was ich falsch gemacht habe. Viel. Ja, durch diese schusssichere, stichsichere, was auch immer Weste, bin ich halt auch ständig überladen. Dann müsste ich mir eigentlich so zwei verschiedene Outfits machen. Einmal so einen zum normalen Looten und einmal zum Looten in so einer gefährlichen Buchte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also wenn ich zum Beispiel bei den Mechs, hingehe, dass ich dann halt diese super schwere, aber auch effektive hole. Weil, ich meine, gut, die ist jetzt noch ein bisschen vollgesogen, aber auch so wiegt die halt einfach 14 Kilo. Einfach 14 Kilo auf deinem Körper. Und das ist halt schon ein bisschen was. Und da ist halt so, wenn ich jetzt hier so normal diese kleinen Sachen looten gehe, da reicht mir so eine stichsichere Weste eigentlich aus. Das werde ich ab jetzt auch so machen. Ja. Je nachdem, wo ich dann hingehe, dass ich da verschiedene Sachen mache. So, Federn haben wir eigentlich genug. Ah, da war Lumpen, Lumpen, Lumpen. Da lasse ich mich nicht lumpen. Ah, schlechter Wortwitz.
Oh, eine Kartoffel. Ein kleiner Spaten, eine Axt. Das ist einfach nur eine grafische Ungereimtheit. Oder so. Hallo, hier bin ich. Nicht. Ist an der Tanne irgendwas? Nee, kann ich nichts machen. Außer die vielleicht fällen, aber. Komm her. Du hast dir nicht mal die Hose an. Die Frau ohne Hose, die hat es mir gezeigt, ehrlich. Gut, war auch nicht gerade klug von mir angestellt. Weil 50 Mal, bevor sie zu mir kam, ich. Daneben, daneben. Wieso kommst du denn nicht? Guck mal, ich haue dich. Entschuldigung. Das war jetzt so reflektierter Selbsthass. Ich sehe gerade. Also heute ist die Folge ein bisschen länger. Ich habe vielleicht die Zeit vergessen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Aber wir sind auch schon fertig. Wir sind auch schon fertig. Weil hier wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Aber ich gucke mit euch zusammen nochmal durch. Ja, das will ich nicht. Kein Interesse, danke. Und hier oben auch nichts. Ja, komm. Ich würde jetzt tatsächlich schnurstracks nach Hause fahren. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das vielleicht als Abspann so drinne lasse. Ach, das sind ja meistens 20 Sekunden. Das, ja, gut. Aber wie gesagt, ich würde dann jetzt nach Hause fahren. Mich hoffentlich nicht verfahren. Nee, ich muss ja noch, tatsächlich, ich muss nur auf der Straße hier bleiben und nicht abbiegen. Ja. Und in die andere Richtung muss ich. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich fahre jetzt nach Hause, lade aus und lege sie dann einfach mal hin und gucke, was passiert. Ich werde sie einmal ins Bett legen und gucken, was passiert. Kann ich ja auch abbiegen. Achso, das ist. Okay. Aber das hier ist richtig. Ja, geht ja nicht anders. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.